Willkommen zurück zur Bar. Beziehungsweise sind wir jetzt ja in diesem Mod zum ersten Mal hier. Und ja, wir haben es nun endlich geschafft. Wie gesagt, ich bin ja ein paar Mal durch die paar Anomalien durchgelaufen. Und ja, jetzt haben wir es endlich mal geschafft, zurückzugelangen. Und hinten da sehen wir auch schon gleich wieder die Runde lang rennen. Oh. Und da greifen sie auch schon wieder gleich massenhaft an. What's Katina? So, genau. Nimm dir erstmal Kraft. Versorg dich erstmal. Нет, убери ствол, тогда поговорим. Das ging ja gleich schon wieder richtig zur Sache. Und dann so ist eine Anomalie, deswegen nicht wundern. Und wir haben es geschafft. Der Eingang zur Bar. Ja. Der Klassiker natürlich wieder, man kommt an und dann nimm deine Waffe runter. Bist du ja ruhig hier. So, auch hier kann man natürlich wieder ein paar Typen ansprechen. Der eine oder andere hat dann wahrscheinlich auch mal die besondere Waffe dabei. Nicht wundern. Jetzt neutrale Leute. Keine Banditen hier anwesend, Gott sei Dank. Und nur gleich mal vorweg zu Informationen. Oh, er hat mal seine Klappe gehalten, sehr gut. Ihr seid jetzt, wie gesagt, in diesem Gebiet hier auch nicht sicher. Ich meine, das habe ich auch schon mal erwähnt. Also das einzige Gebiet, wo man sagt, jo, hier war ich mir sicher, nope, nicht mehr. Подходи, Сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. So, jetzt können wir uns hier natürlich auch mal erstmal wieder entpacken hier. Da haben schon wieder so viele Klamotten dabei. Вот и хорошо. Ein bisschen Freiraum machen hier, gleich erstmal nochmal absichern. Nachdem wir es jetzt ja hier hergeschafft haben. So, jetzt gibt es hier natürlich auch schon die ersten Waffen. So zu kaufen, versteht sich. Nehmen wir jetzt erstmal nur meine wichtige Munition, die ich jetzt hier brauche, erstmal mit. Auch hier gibt es natürlich wieder verschiedene Schalldämpfer, die man kaufen kann. Je nachdem auch natürlich wieder andere Visiere. Ja, ich nehme jetzt erstmal nur das hier. Ich zeige auf meiner Handpistole irgendwas drauf. Okay. Кусок бы мяса такой здоровый, чтоб прям свертела. Скворчащий, сочный. Als ob davon irgendwie was passen würde. Gut, packen wir also immer auch die alle weg. Мясо такой здоровый, чтоб прям свертела. Ну, die packen wir mal beiseite. Скворчащий, сочный. Новичков нынче, что собак нерезанных. Нормалек. И все они лучше стариков знают. И что же оно за выжигатель такой? Гранат? Правду о нем говорят? Тормози, мужик. Моя Или информация брешут? Может тебе пригодиться. So, bei ihm können wir jetzt verschiedene Informationen kaufen. Das tue ich jetzt einfach mal. Как меня угораздило. Пить как охота. Квасу б сейчас холодного. Да и никого на горизонте. So, jetzt haben wir uns ein paar Informationen von ihm hier geholt. Army Base, das ist jetzt nicht. Hier haben wir auch das nächste Artefakt hier, was es zu finden gibt. Ja, das sind die gute Sachen. Damit haben wir Informationen geholt. Не тот уже хабар пошел. Не тот. Неужто завязывать пора? Ничего, нормалек.
So, und jetzt wollen wir natürlich hier, ich speichere jetzt aber eben nochmal ab, weil ich möchte mir nicht nochmal tausendmal immer seine Informationen erholen. Nochmal ab, jetzt gehen wir ja hier die Militärdokumente ab. Das heißt, ich lade jetzt hier erstmal nochmal durch. Und dann Pistole. Selbstverständlich auch. Здорово, Мечены! Hey. Здорово, Меченый. Принес документы с Агропрома? Okay. Отличная работа, Меченый. Значит так, все, что нужно... Wir haben gleich den nächsten Hauptauftrag angenommen. Okay, also es ist jetzt hier anscheinend wohl doch nichts passiert, ausnahmsweise mal. Das finde ich ja schon mal soweit ganz in Ordnung. Ich hoffe, es bleibt auch so. Also auch hier vom Gebiet hat sich jetzt im Gegensatz zum normalen Stalker Standard auf Chernobyl nicht viel geändert. Wie gesagt, was natürlich ist, die Grafikdetails. Man hat jetzt hier noch ein bisschen von der Auflösung her nochmal ordentlich was rausgeholt, im Gegensatz zu vorher. Das sieht man aber auch. Ja, gerade so die Schattendetails. Dass auf jeden Fall viel, viel mehr gemacht worden ist. Aber sonst von der Aufbaustruktur her ist alles ziemlich gleich geblieben. Und es läuft jetzt natürlich auch andere Musik. Es sind halt, wie gesagt, viele Kleinigkeiten, was dann halt gemacht worden ist. Ne? Dort kann man natürlich immer noch nicht rein, ohne dass man gleich sofort erschossen wird. Aber das haben wir auch gar nicht vor, uns ja hier mit den Wächtern zu befeinden. Nur wie gesagt, wenn dann so bestimmte Sachen kommen, zum Beispiel die Emission, wenn die natürlich kommen, dann kann es natürlich durchaus sein, dass dann auch hier Mutanten auftauchen. Aber wie gesagt, oh, wir haben eine Waffe bekommen, die SIG SD 550. Ja, wie wir sehen, von der Genauigkeit her ist sie natürlich auch wieder ein bisschen schlechter, deswegen, ja. Behalte ich natürlich meine noch. Ach, du hast nicht genug Geld. Okay. Perfekter Handel, wa? Oh Mann, ne. So. Den Stalker-Speed, den haben wir auch bekommen. Ich würde sagen, ich laufe eben gerade nochmal schnell nochmal runter und lager mal eben die Sachen ab, weil die brauche ich jetzt natürlich nicht die ganze Zeit mit mir rumschleppen. Denn es gibt jetzt natürlich eine Sache, die weiß ich schon so ein bisschen im Voraus und sonst hoffe ich, dass es auch dieser Mod war. Dass ich dann jetzt gleich bei der Kommission eine sehr, sehr hübsche Waffe bekommen werde. Und deswegen möchte ich dafür jetzt so viel Gewicht mitnehmen. Не тот уже хабар пошел. Не тот. Неужто завязывать пора? Aber irgendwie jetzt dadurch mehr Informationen haben wir, glaube ich, auch nicht wirklich bekommen. Или брешут. Egal. So. Und wir erstmal wieder zurück zu meiner altbekannten Schlafstelle, was ich hier auch schon meinem Meisterlocker schon bekannt gegeben hatte. Und zwar dieses kleine Räumchen hier, das ist ja für mich hier so mein Schlafplatz, so mein Heimatort hier bei diesem Spiel. Und jetzt hier mal 5 Stunden schlafen. Ich habe ihn gerade einfach schnell mal meine Kamera mal ausgeschaltet. Also, es ist auch ganz cool gemacht, ne? Im Gegensatz vorher zum Malstalker, wir träumen jetzt auch so ein bisschen mehr verschiedene Sachen, ne? Davon abgesehen, vorher konnte man ja auch überhaupt gar nicht schlafen, denn halt. Hier können wir es jetzt. Das ist natürlich schon cool gemacht, auch so mit den Lichteffekten, denn, ne? Kreisrundes Licht, das kannst du natürlich richtig schon mal schön unheimlich machen auch. Wie gesagt, in diesem Gebiet muss man wirklich aufpassen. Hier kann es dann echt mal wirklich in solchen Situationen kommen, dass wirklich fast alle, die hier rumlaufen, wirklich sterben durch Mutanten, durch Feinde etc. Also es wird hier auf jeden Fall noch richtig lustig werden. Am Anfang ist es wirklich nur ruhig, da kann man noch mal, hier ist es sicher. Früher oder später werdet ihr es aber schon noch merken, dass es nicht mehr der Fall ist, wirklich.
Und ich bin jetzt natürlich schwer am Überlegen, renne ich jetzt los oder renne ich nicht los? Ich weiß jetzt nicht, wie die Mission mitspielen möchte. Das ist ja immer so ein bisschen fraglich hier. Eigentlich mag ich jetzt sogar nicht darauf. Пожрать бы чего хорошего. Так ведь нет. Ну, немного не в тему, но вспомнил вот. Also, meine Damen und Herren, darf ich vorstellen, in Stalker schon mal auf Tschernobyl. In Tschernobyl, wenn man da gebräunt werden möchte, heißt es, bitte einmal ins Feuer stellen. Придет уже, куда глаза глядят, и орет. Помогите кто-нибудь, ну помогите в натуре. А тут из-за дерева выходит пара сталкеров. Ну че ты разорался? А он к ним. Пацаны, ой, пацаны, выручайте, пожалуйста, пацаны. Они ему автоматным стволом вдруг... Also, ne? Nicht ins Sonnenstudio, ab ins Feuer, wenn man braun werden will. Gut, hier sind wenigstens alle noch so ein bisschen mal drauf, das ist mal schön. Mal aussehen mit den Typen hier, wenn man mit denen reden, die haben jetzt auch alle kaum noch was in ihrer Tasche. Das wird sich nach und nach ändern, ne? Also auch die Personen, die jetzt hier wirklich pennen, schlafen etc. ausruhen, die werden auch nach und nach immer mal andere Waffe haben. Die Personen, die wechseln hier ständig aus. Und wie gesagt, das finde ich eigentlich ganz cool gemacht auch so mit. Zum Beispiel hätte ich schon mal Granatwerfermunition. Da wird er auch aufpassen, ne? Also bei manchen Mods ist ja bekannt, dass sie schon mal mit ihren Granaten werfen können. Еле ноги унес. In dem Mod ist mittlerweile auch schon so weit, dass, wenn die Typen einen Granatwerfer unter ihren Gewehren haben, dass sie auch damit schießen. Ihr hört, da waren ja schon mal die ersten Schüsse gewesen. Deswegen renne ich jetzt einfach mal gleich mal dahin. Also deswegen, man muss hier wirklich aufpassen. Ich speichere jetzt hier einfach eben schnell nochmal kurz mal zwischen. Hol mal eben mein Gewehr mal raus. Also ihr seht schon, ne? Also jetzt kommen hier auch schon mal die ein oder anderen hierher. Und deswegen, also es gibt jetzt hier wirklich kein sicheres Gebiet mehr. Ist egal, wo man sich verstecken tut. Wenn man jetzt auch von wegen sagt, auch dann räume ich halt einfach im Labor irgendwo auf, hier X16 oder X18. Ist eigentlich egal, wo, was mir da gemütlich, wenn man es überhaupt gemütlich machen kann. Auch da nach den Missionen erscheinen auch dort immer wieder neue Mutanten und von daher ist es nie wirklich sicher. So, ich hoffe, dass jetzt hier kein weiterer gerade ist. Nee, ist nicht, das ist schon mal gut. So, komme ich noch dahin? Er hat nur die AKS-74U, von daher eigentlich nichts Besonderes. Oh, da ist schon wieder der nächste. Ich würde sagen, komplett tot ist er noch nicht. Ja, vielleicht doch. Man weiß es nur nicht. Man sieht es vielleicht einfach nur nicht. Ich glaube, es könnte erledigt sein. Kurze Munitionsüberprüfung. Da sieht noch alles ganz gut aus. So, ganz ehrlich, Leute, ich möchte jetzt gerade wirklich noch nicht losrennen, weil wir wissen, wenn wir dann erstmal im dunklen Tal wieder sind, wir haben eigentlich wirklich kaum Versteckmöglichkeiten und wenn nur da, wo auch die Feinde sich natürlich die ganze Zeit rumtreiben. Und, ja. Wollen wir nochmal schlafen? Geht gerade nicht, ne? I don't need sleep. Ich möchte nicht schlafen. Also, er kann nicht schlafen, weil er ziemlich wach ist.
охраняющий вход в подземное царство. Er brennt immer noch vor sich hin. Respekt, dass er noch nicht schon verbrannt ist. Das sind halt immer so diese Kleinigkeiten, ne, die ein Spiel immer wieder einfach erfreuen. Was man hier einfach teilweise für einen Mist erlebt, sag ich mal. Ah, hier ist übrigens gerade wieder eins meiner Lieblingslieder, ein schön episches Lied. Der ein oder andere, der wird das vielleicht jetzt schon kennen. Und zwar ist es nämlich die Titelmelodie von 28 Weeks Later. Na, man hört es ein bisschen raus. Ich will jetzt auch nicht wieder zu lange da drin rumrennen. Ich habe nämlich keine Lust darauf. Der ein oder andere YouTuber weiß gleich Bescheid, wovon ich rede. Lassen wieder die GEMA ankommen von wegen Musik etc. Und deswegen verschwinde ich jetzt einfach mal eben ganz schnell. Das Problem ist natürlich, wir haben jetzt hier extrem viel Musik überall, jetzt hier in der Bar. Und das kann das Ganze natürlich schon mal ein bisschen schwieriger auch machen, denn hier GEMA frei durchzukommen. Ja. Gut, können wir jetzt? Er möchte immer noch nicht. Leider gibt es hier irgendwie kein Schlafgetränk oder sowas, was man nehmen könnte. Was natürlich noch ein bisschen schade ist, dass man hier keine direkten Informationen hat, von wegen, Achtung, jetzt erscheint eine Emission bald oder so. Das gibt es natürlich nur wieder bei Call of Pripyat. Da muss man auch sagen, es ist einerseits ja auch irgendwie ganz cool gemacht, weil es nämlich ja Call of Pripyat dann wesentlich später um die Geschichte ging als von Shutdown of Chernobyl. Und ja, somit die alle schon ein bisschen fortgeschrittener sind, auch von der Technik. Von der Technik her. Entschuldigt. Ja. Gut, der hat auch keine weiteren Informationen für uns, weil ich gerade, was könnten wir eigentlich so Schönes machen? Könnt jetzt einfach mal abspeichern hier. Save your position. Und würde sagen, ich mache jetzt hier einfach nochmal einen Arena-Kampf. Go on, I'm ready. Das ist natürlich so eine Sache, das habe ich euch natürlich noch nicht gezeigt hier bei normalen Stalker. Und zwar machen wir jetzt hier wirklich einen Arena-Kampf. Es geht hier wirklich um Leben und Tod. So, es geht los mit der Handpistole. Hier muss man natürlich selbstverständlich aufpassen, vor allem, man hat es eben gerade noch ganz kurz sehen können. Wir haben gar keine Schutzsachen dabei. Und bitte immer dran denken, wenn er zurückkommt, eure Sachen auch natürlich wieder mitzunehmen. So, 1300 haben wir damit bekommen. So kann man sich natürlich auch ein bisschen Geld verdienen, sage ich mal in Anführungsstrichen. Wir wissen ja, dass die Händlerpreise extrem teuer sind, von daher bringt das dann einen doch nicht wieder allzu viel. Und hier, was natürlich auch cool gemacht ist, ne, man sieht es jetzt gerade, ich habe ja ein bisschen Schaden genommen, man sieht es hier rechts noch. Das heißt, ich könnte jetzt schlafen, bis ich wieder komplett geheilt bin. Entschuldigung, dass ich jetzt gerade das Video übersprungen habe. So, und jetzt haben wir es. Die Emission geht los. Das Gute an diesem Nachtsichtvisier ist, normalerweise war ja das Bild jetzt ja komplett schwarz. So, Trade. Ein bisschen Verbänder, das kann nicht schaden. Lebensmittel, ja, das sieht jetzt gerade echt ein bisschen blöd aus, würde ich sagen. Und das Coole ist, wir können jetzt mal auf jeden Fall mal rausgehen. Da ich jetzt ja meinen Raum, wo ich immer so gut schlafe, geschützt bin, aber trotzdem rauskommen kann.
jetzt spätestens solltet ihr Unterschlupf gefunden haben. Denn jetzt beginnt nämlich wirklich die Strahlung. Also wer jetzt da draußen ist, da ist wirklich Hopfen und Malz verloren. Also entweder habt ihr Strahlschutzmittel ohne Ende dabei, genauso auch wie Medikits. Ja, jetzt sehen wir das jetzt richtig rot. Also wer jetzt draußen ist, ist definitiv tot. Also da könnt ihr ja noch so viele Artefakte haben eigentlich. Da ist wirklich der Tod angesagt, ne? Wenn ihr da noch draußen sein solltet. Oder auch beziehungsweise Monolithen, das kann durchaus auch sein. Das ist dann immer wieder unterschiedlich hier. Auf jeden Fall werden hier Gegner gespawnt. Sobald es aufhört zu beben, dann seid ihr in dem Bereich, wo ihr ruhig schon wieder rausrennen könnt. Da ist alles gut wieder, ne? So, nachts gerät einmal wieder an. Ich renne jetzt mit Absicht hier gleich wieder sofort los. Und schauen wir mal, ob irgendwas hier auf uns zukommt. Ihr seht schon, war es am Leuchten gewesen, jetzt ist es nicht mehr am Leuchten. Das heißt, die ganzen Anomalien haben sich jetzt natürlich auch gewendet. Und ihr seht schon, es kommen definitiv hier Tanten an. Ja, ihr seht schon, da sind jetzt auf jeden Fall ein paar Zombies auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich gerade nicht so wirklich Lust jetzt meine Munition zu vergeuden. Das war schon mal schön daneben geschossen. Oh, nicht gut. Sich ja wahrscheinlich gerade auch nur ein Hund. Ja. Bitte, liebe Leute, wenn es ein Hund ist, okay, alles klar, kein Problem. Das kriegen die noch hin, aber wenn sobald irgendwelche anderen Typen ankommen, ich muss ganz ehrlich sagen, also die Wächter sind, die kann man eigentlich auch fast gleich in die Tonne treten. Also ich hatte das ja auch schon, wie gesagt, das Spiel ja schon länger gespielt und dann war es wirklich mal so weit gewesen, dass die Wächter einer nach den anderen ausgeschaltet worden ist und der andere hat es einfach nicht mitbekommen. Oh, da ist einer tot und ja, ne, ist ja nicht mein Problem. So in etwa. Deswegen, also rennt ruhig lieber rum, schaut selber nach, wenn so eine Mission gewesen ist, was da auf euch zukommt. Wie gesagt, auf einmal stehen die Mutanten bei euch drin und dann denkt ihr euch, ja, wie seid ihr da schon wieder brillant reingekommen. Ich mache jetzt auf jeden Fall hier erstmal wieder einen Cut und ich würde mal sagen, wir sehen uns wieder zur nächsten Folge, wenn es denn weitergeht, auf zu Labor X18. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen. Ich weiß, es war jetzt irgendwie ein bisschen langweilig, ich habe mich ein bisschen aufgehalten, aber ich wollte, dass die Mission vorbei ist, weil ich sonst ein klitzekleines Problem jetzt gehabt hätte sonst. Und ja, bis dahin, macht's gut und bis.